Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, den Pizza mit Robert Fights mit Sepp, Peter, Bram und Jay. Und hallo. Hi. Wir haben heute mal wieder ein Motto. Das Geil. Motto ist Superhelden. Ja. Yeah. Welche Superhelden. Ist eigentlich völlig egal. Können auch Helden der Kindheit sein, ist mir egal. Also irgendwelche, irgendein Held. Ja? Können auch Helden der Kindheit sein. Könnten auch Anti-Helden sein. Ne? Also, Alter. Alles also, muss nicht ein Superheld sein. Ich weiß nicht. Kratos ist zum Beispiel kein richtiger Held, aber irgendwie so ein Anti-Held. Also. Ich baue meinen. Aber Kratos würde zählen beispielsweise. Ist ja kein Superheld in dem Sinne. Ja, genau. Würde Bram sein Silver Surfbrett auch zählen? Finde ich schon, oder? Ja, aber der Held ist ja nicht das Surfbrett, sondern der Surfer. Ja, aber wenn er nur das Surfbrett bauen würde. Ja. Wie, nee, doch klar. Wäre auch passend. Fertig. Ja, damit kannst du es kämpfen. Finde ich nice. Let's rock, bitches. Bam! Voll geil. Naja, er wird ja, also wenn du halt da drauf stehst, wirst du ja zum Silver Surfer. Ja. Also dann würde das wieder zählen. Also das wäre schon in Ordnung. Ja, gibt wieder 30 Minuten Bauzeit. Begrenzen, naja, also Pisten sind halt noch verboten. Stoßdämpfer nur für die Lenkung bitte einsetzen. Und Schubdüsen maximal 4 in eine Richtung. Also ist halt schon so, dass man noch irgendwie ein bisschen fliegen kann, weil das ist irgendwie mal sehr lustig. Aber jetzt irgendwie 32 Schubdüsen nach vorne ist jetzt irgendwie recht sinnfrei. Von daher lassen wir das begrenzt. Ja. Cool. Dann verpisst euch. Bin schon da. Bin schon weggelaufen. Hab die Wette gegeben. Also 4 in eine Richtung, ja, nur um das nochmal zu wiederholen. Ja. Ja, genau. In jede Richtung. Eine richtig geile Idee. Mal gucken. Ich werde verlieren, aber ich werde ein cooles Auto bauen. Nee, ich hab mir schon meine Vorlage auf dem zweiten Bildschirm. Okay. Nee, aber auch eine geile Idee. Okay, 30 Minuten in 3, 2, 1, läuft. Go, 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 Power Rangers. Ach, oh, Peter baut Mighty Morphin Nein, oder die? Ich nicht. Okay. Peter baut Power Rangers? Oh Gott. Nein. Nee. Also, so wie ich Bram. Ganz ehrlich, ich frag den jetzt. Okay, Bram, was hast du dir denn überlegt? Ich baue den Truck aus Knight Rider für die Foundation von rechten Verfassung. Ach, nice. Boah, dann könntest du den Truck aufmachen und Kit da rauskommen lassen. Weil ich meine, so ein Truck geht ja schnell eigentlich. Ja, so ein Truck geht ja schnell, genau. Genau, weil ein Truck halt so schnell geht, wie wir alle wissen. Ich habe gerade versucht, mein Fenster zuzumachen mit einem Behilfnis, aber jetzt geht mein Fenster wieder auf. Halt mal zu. Der war doch einfach ein schwarzer Truck mit dem Foundation mit in Bild in Gold da drauf oder so, oder? Absolut korrekt. Mehr hatte der nicht. Wie hieß das denn nochmal? Foundation für Recht und Verfassung. Recht und Verfassung, ja genau. Im Deutschen hieß die so. Bilder. Da ist er. Ach stimmt, die hatten so einen, die hatten den Springer aus Schach. Genau. Also dieses Pferd den als Zeichen. Logo. Ich guck mir gerade so ein Bild an. Da ist an dem Truck ist eine Tür dran. Und die Tür ist einfach so unfassbar viel größer als alles andere. So, komm mal hier rüber. Also, brauchst du jetzt nur die Zugmaschine oder auch den Anhänger? Nee, mit Anhänger natürlich. Scheiße. Welche Foundation, Junge? Das ist doch die Foundation für Recht und Verfassung. Das ist doch wichtig. Ihr braucht auch. Boah, da muss auch. Naja, gut. Also, dann bau du mal deinen Truck. Und ich guck die Foundation für Recht und Verfassung wird alles schaffen. Jawohl. Boah, ich glaube, ich fahre eine Runde mit Peter Sachs. Also, wäre eine vorzügliche Wahl für ein Auto. Jawohl. Es fährt sogar. Auch wenn man alleine steht, es fährt sogar ganz gut. Nice. Ja. Ja, dann bis gleich. Es sind noch 25 Minuten. Okay, gucken wir mal, was Peter denn baut. Das fährt sich wirklich nicht so schlecht. Oh, wir können mal gucken, ob wir es von Peter erraten können. Okay. Versuchen wir das mal zu erraten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Peter hat 2 große Brüste gebaut. Boah.
Wer hat denn. Nee. Also, das sind zwei Augen, oder? Nee. Echt? Das sind Brüste? Ach, okay, dann Wonder Woman. Nee. Captain Marvel. Kette Peter nein. Wahrscheinlich gar nicht. ich finde die Arme schön. Und vor allen Dingen scheint sie mal wieder zu knien oder so. Wieso das denn? Sind das nicht hier, also die, ich würde sagen, die Bodenfläche sind die Beine, die so nach hinten sind. Nee, ich konzentriere mich auf die wichtigen Teile dieser Heldin meiner Kindheit. Die Heldin deiner Kindheit? Boah. Gabi aus TKKG. Nein. Fuck. Welche weiblichen Rollen hätte man denn in der Kindheit als Helden haben können, die aber jetzt auch nicht DFC sind? Also Delicious Fletchhead. Das habe ich ja neu gelernt. Zeichentrick oder Realverfilmung? Also wieder hier, noch. Serie. Wieder noch? Oh mein Gott. What the fuck? Okay, kennt man wahrscheinlich gar nicht aus dem Fernsehen dann, oder was? Hey, Moment, ist das eine Waffe? Hey, das ist Mona. Wer ist Mona? Okay, nee. Ich dachte jetzt hier Mona aus, Max Payne. Ah. Mona Sachs. Die war keine Heldin genau. Für mich. Ja, aber ich dachte gerade, du hast dir Pistolen in die Hand gegeben, aber hast du doch nicht. Hatte ich. Ah, okay. Komm nur nicht. Ach so, dann Lara Croft, ja, sorry. Ja! Das hat aber echt lange gedauert, oh mein Gott. Fuck. Das wäre eigentlich das Offensichtlichste gewesen. Vor allen Dingen die eckigen Brüste, oh mein Gott. Das ist alles originalgetreu. Stimmt, Tomb Raider 1 Originalgrafik. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Ich finde sehr gut. Vor allen Dingen der Kopf, der wird schwierig. Da hat die ja noch. Warte mal, wie sah denn? Ich gucke mir die heute mal an, ja? Ich mach keinen Kopf mehr. Ich konzentriere mich auf die wichtigen Sachen, habe ich doch gesagt. Tomb Raider 1. Ja. Damit auch ihr wisst, wie das ausgesehen hat. Ja, hier wieder die Bildschirmübertragung. Zack. Da. Ey, Moment, das sieht schon viel zu gut aus. Eher so. Ey, Moment, das kann auch nicht. Die sind nicht eckig. Da. Das wäre eine Windschutzscheibe. Ja, das war das damalige Cover. Und das ist das Spiel. Das war schon echt krass. Ich glaube Tomb Raider 2 hat meinen Rechner damals nicht zum Laufen gebracht. Wie geil ist dieses Cosplay denn bitte? Die hat sich echt so eine Pappbox extra reingemacht, damit die eckige Brüste hat. Was? Das ist ja cool. Naja. Boah, ist das lange. Genau, so hat es eher bei mir ausgesehen. Ich glaube damals noch ohne 3D-Karte, ne? Alles schön pixelig. 640x480. Oder 800x600. 1024 war ja damals die gute Auflösung, ne? 1024x768. Da war aber schon. Alter, das ist ja Riesenknarren, ey. Nice. Vor allem kann man die als Knarren erkennen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Peter, es sind noch 20 Minuten. Bin gespannt, ja. Wie Lara das nachher. Ich damit nachher fahren kann auch. Joa. Sehen wir dann. Bin mal gespannt, was Jay jetzt für Helden baut. Ja, check das ab. Lara Croft. Ja, da hätte ich eigentlich als allererstes drauf kommen müssen. Gabi aus TKKG. Eieieiei. Okay, Jay. Es ist Klaus. Was? Nee, doch nicht. Okay, ich versuche gerade mal zu erraten, was die Leute denn so bauen. Als ich von Weitem gekommen bin, habe ich erst an Gabelstaplerfahrer Klaus gedacht. Ja. Aber jetzt gerade bin ich mir da nicht mehr so sicher. Warte mal, ist das denn der Kopf? Baust du den Kopf? Wer hat denn eine Antenne auf dem Kopf?
Das ist alles nicht so leicht hier zu bauen. Okay, ich habe keine. Also, baust du den ganzen Körper oder nur den Kopf oder nur Teile oder was machst du? Ja, das. Oh, shit. Das kann ich ja nicht so ganz sagen. Das will ich ja noch nicht verraten. Du musst es schon selber herausfinden. Aber vielleicht fährst du es irgendwann. Vielleicht ja, aber wenn das der ganze Körper ist, ja, okay. Ja, dann versuche ich das nachher nochmal. Alter. Aber die Grundkonstruktion hast du schon. Cancer, Mann. Vier ja. Motoren, vier Schubdüsen. Nichts angeschlossen. Ah, doch, hast du sogar schon angeschlossen. Ja, guck mal. Du kannst den Mund aufmachen oder so. Ja. Was zum Geier hat denn so eine Antenne auf dem Kopf gehabt? Da noch ein Held. Hm. Ah, mir geht gerade die ganze Zeit um ein Knispel, dass wir keine Musik haben. Wo ist dieses Radio? Da. Das wird alles buggen. Over, ja. Ist geil. Ja, das ist voll die entspannte Baumusik. Viel, viel besser. Ich hab gar keine Baumusik. Ich hab hier nie Baumusik, ne? Aber ich weiß echt nicht, was das werden soll. Wieso? Also, das sieht aus, als würdest du einen Kasten machen und da oben drauf so einen Jenga Tower bauen. Jenga ist mein Favorite, Junge. Was? Geil, oder? Geil. Ich hab so. Echt. Mach ich hier nochmal ein bisschen größer, den Shit. Das werde ich hier nie fertig. Okay, ich habe echt gesagt keine Ahnung. Aber da muss ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kommen. Ja, da musst du nochmal später kommen. Das ist ja jetzt gerade, wird es erst erkennbar irgendwann. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. So, gucken wir mal. Aber bisher habe ich noch echt gesagt gar keinen Plan. Deswegen fahre ich mal zu Sepp, dann komme ich gleich nochmal wieder. Ja, zu einem späteren Zeitpunkt. Wow. Was baut Sepp? Jetzt mich verarschen, jetzt sieht er genauso aus wie bei Jane, nur klein. Hä? Was zum Geier? Baut Sepp da jetzt einen Panzer? Nee. Was ist das denn? Looping Louis, natürlich. Hallo. Hey. Okay, ich versuche die ganze Zeit zu erraten, was die Leute da so für Sachen bauen. Hey. Das ist die Schildkröte aus der unendlichen Geschichte. Nee. Was ist das denn? Ist das nur der Kopf oder der ganze Körper? Das ganze Ding. Das ist ein Ding. What? Okay, ich hab keine Ahnung. Muss ich auch später nochmal angucken. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Nein, nicht sagen. Ja, du hast schon 9 Knöpfe. Achso, ja klar, wegen deiner Numpad-Tastatur da. Ich hab was richtig. Du wirst auch nur fliegen. Warte mal, hä? Du hast nur Schubdüsen da dran. Ja, aktuell funktioniert das noch nicht richtig mit nur Fliegen. Weil das doch irgendwie ein bisschen schwer alles ist, glaube ich. Und 4 Schubdüsen in eine Richtung sind wohl noch zu wenig. Ich hatte gehofft, dass es reicht, aber nee. Oh nee, ich habe falsches Material genommen. Muss ich das nochmal wegmachen? Ja, weil, also fliegen ist halt schwierig, vor allem wenn du umkippst mit dem Ding da oben drauf, wa? Also mit der Stange da. Ja, aber das gehört halt zum Charakter dazu, ne? Ich hoffe, ich krieg's irgendwie ja, muss halt. Gedreht. Das muss ich dann mal gucken. Muss ich dann leider mal gucken. Okay, wow. Nehme ich auch keinen Plan. Aber das wird schon. Kann ich das hier übrigens mal zumachen? Schon. Hä? Haben die Knöpfe nicht angeschlossen damals? Was denn? Ah! Nee, Moment. Mit was fährst denn du? Ach, du fährst mit dem komischen Ding da durch die Gegend. Ja, du fährst dich gar nicht so schlecht. Okay, außer man macht diese Dinger hier zu, oder? Ne, das geht. Ja, da fahr ich nochmal zu, weil da muss ich zum späteren Zeitpunkt nochmal wiederkommen, weil gerade weiß ich nicht, was das ist. Ja. Hä, was bauen die denn da? Der Dinosaurier aus Ein Land vor unserer Zeit oder so. Lava.
Ich glaube nicht. Vor mir steht der leibhaftige Truck der Foundation für Recht und Verfassung. Ja, aber ich werde den Anhänger nicht mehr schaffen. Ja, da habe ich mir fast gedacht, der ist ein bisschen groß. Ich wollte ihn doch auch noch schaffen. Boah, das ist aber schwierig. Ich bin gerade am überlegen. Warte mal. Das hier können wir ja benutzen. Dann muss ich nicht auf Brams Ding da rummalen. Hm. Ja, ist egal. Boah, wie macht man das denn jetzt? Pff. Ja. Sieht aus wie ein Klo. Nice. Er ist viel zu klein, als dass man da so ein Schachfigur drauf machen kann. Ich meine, im Zweifel malst du das Ding einfach rot und blau an, dann ist das Optimus Prime. Nee. Nee. So. Das ist nicht richtig. Ein Feld weiter. Was hast du denn da gemacht? Du hast 9. Nee, Alter. Du hast 12 Knöpfe gemacht. Benutzt du immer nur 3? Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja, ist ja klar, bisher. So noch, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 11 Minuten. Achso, nee, der kann noch nix. Was soll denn heißen, der kann noch nix? Ich dachte irgendwie, der kann hier vorne diese den Kühlergrill aufklappen oder was weiß ich nicht irgendwie. Nee, der irgendwie kann auch nix. Ja, siehst du, das meinte ich. Nee, so weit sind wir noch nicht. Bin ich eigentlich so klein? Ich find das frech. Ich muss mal größer werden. So. Ach, du fährst denn auf. Ja, okay, klar. Du musst ihn ja von oben fahren. Komm schon! Was machst du denn da? Ach, du versuchst zu fliegen. Och. Nice. Ich glaube, du bewegst dich keinen Millimeter vom Boden. Hast du die denn schon auf volle Breitseite? Ja, ich glaube schon. Oh, Scheiße. Oh, fuck me, ey. Das ist doch jetzt alles unpraktisch, nennen wir es mal. Ja, hast du. Ah, Shitty McTitty, ey. Fuck. Ja, dann machst du halt innen die Blöcke weg, so die man nicht sieht oder so. Die man nicht braucht, meinst du? Ja, so ein paar sieht man doch bestimmt nicht. Ah, ja, erstmal jetzt gleich sofort noch hier. Ja, versorgen dafür den ganzen Truck. Das ist ganz schön geil, dass theoretisch hier vorne die. Achso, wobei das ist nicht wie beim Original. Aber theoretisch könnten die Schubdüsen rausgucken, das sieht aus wie vom Motor. 10 Minuten Warning. Naja, eigentlich sind es 9, aber. Ja, man kann es zumindest. Also, das ist schon ein LKW. Also. Was ist ein LKW bisher, war. Ja? Das ist halt. Ja, gut, weil, was weiß ich, wenn ich jetzt Iron Man baue, ist das, sieht das wahrscheinlich auch noch aus wie ein roter Typ. Also. aber ich gehe nochmal bei Peter gucken, bei Jay muss ich gleich nochmal gucken, weil bei dem konnte ich überhaupt nicht erkennen, was der gebaut hat. Bis gleich. Bis gleich. Okay, also, Peter baut Lara Croft. Der muss jetzt so ein türkises Oberteil, muss der da hinzaubern. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh nein, Peter hat schon wieder. Du hast schon wieder neu angefangen. Nein. Echt nicht? Nee. Hä, hey, das sah doch viel größer aus. Ah, lol. Ah, du hast es umgedreht. Ah, du kannst die Arme ausfahren. Oh man, nice. Weil du gerade so. Ja, aber das war nicht smart, was ich gerade gemacht habe. Wolltest du dich mit den Armen wieder aufrichten, oder was? Nee. Ja, also ja, ich kann die Arme ausfahren. Bang! 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 Das ist das Wichtigste. Nice. Aber ich wollte mich, wenn ich auf dem Rücken liege, wieder umdrehen und habe dafür die Dinger hier genau in die falsche Richtung gesetzt. Ja gut, das kann man ja noch korrigieren. So, immer noch 7 Minuten Zeit. Alles gut. Aber ich bin mal echt gespannt. Ich konnte weder bei Jay noch bei Zip erkennen, was die gebaut haben. Krass. Was für ein Lamm. Bei Bram kann ich das ganz gut erkennen, tatsächlich.
Komischerweise. So, 3, 3, 3. Ja, die Zeit, ey. Mhm. Ich muss auf jeden Fall nur anmalen. Oder dass ich mich aufs Wesentliche konzentriert habe bei unserer guten Lehrer. Wie denn die Farbe überhaupt? Nicht, dass die Leute denken, das wäre frauenfeindlich oder so. Ich reduziere Frauen nicht allgemein auf ihre Brüste, sondern bei Lara sind das halt ihre Waffen. Das sind halt die beiden Schusswaffen und ihre Weiblichkeit. Ja. Das hat sie zu einer starken Frau gemacht. Töten! Ich wollte gerade sagen, starke Frau, Brüste. Ja. Ich wüsste gar nicht, welchen Blauton ich dafür benutzen würde. Warte, das können wir ja nochmal eruieren. Ja, diese drei hätten wir zur Auswahl. Farbe soll ich nun nehmen? Achso, oh mein Gott. Alter. Ja. Okay. Okay, was sind wir noch? 5 Minuten? Oh shit. Ich muss unbedingt zu Jay, weil ich muss noch unbedingt gucken, was der denn da überhaupt fabriziert, weil ich weiß überhaupt nicht, was der macht. Er meinte selber, er wüsste es nicht. Ja, das ist ja nice. Gucken wir mal. Bis gleich. Müsste ja gleich schon rum sein, ey. What the fuck macht Jay da? Hat der Bart Simpson gemacht? Nee. What the fuck? Nein. Fahrtest. Nice. Funktioniert hier alles nicht. Vorne, ich bin komplett am Arsch. Was ist aber jetzt weißt du es vielleicht, wen ich gebaut habe. Welche unfassbar hübsche gebaut. Konstruktion ich gebaut habe. Hübsch, oder? Mann, Mann, Mann. Aber das ist doch gut, schon, oder? Ja, es ist gut. Okay. Ja, aber ist okay. Unglaublich hässlich, Alter. Super scheiße sieht das aus. Das ist alles Kacke. Baby Groot in seinem komischen Topf da, wie der da pflanzt. Ja. Ja, du bist natürlich ein bisschen schwerpunktmäßig am Sack. Wenn ich das mal so sagen würde. Würde ich auch so sagen, ja. Würde ich dir zustimmen, Chris. Dabei hast du eigentlich ganz gut da reingeballert. Die Sachen kannst du aufmachen. Ja, gar nicht. 2, 3, 1, 4. Achso, das sind die Schubdüsen. Ja. Aber du bist so hoch. Also, krass. Ja, ja. 2,5 Minuten hast du noch, falls du noch irgendwie was machen musst. Nö. Nicht mehr viel. Fast durch. Es bleibt ja. Braun. Sehr schön. Ja, zumindest konnte ich jetzt erkennen, wer das ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Deshalb konnte ich das auch nicht erkennen, deswegen fahre ich da jetzt auch nochmal hin. Immer noch nicht. Okay. Ja, da war ich direkt nach dir. Also ist auch schon ein bisschen her. Okay. Sind nur noch 2 Minuten. Mhm. Okay, Sepp. Wobei sind wir. Nee, pass auf, was Sepp gebaut hat, gucken wir uns nicht an. Sepp kriegt den Surprise-Vorteil. Da will ich jetzt nicht sehen, was der gemacht hat, weil es ist nur noch knapp 1,5 Minuten. Und da lasse ich mich mal überraschen. Mal gespannt. Bei Sepp konnte ich das nämlich auch irgendwie nicht erkennen. Was hat er denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Aber gucken wir mal schnell, wie weit Bram mit dem LKW der Foundation für Recht und Verfassung ist. Er sieht schwarz aus, das ist schon mal gut. Das Ding hier können wir echt auch wegpacken. Komm. Letzte Minute. Naja. Es ist Ende. Deswegen gucken wir mal hier. Hallo. Die Zeit ist um, Mama. Die Zeit ist um. Die Zeit ist leider schon. Alles klar. Kommen Sie mal her. Du bist auch am Arsch, Sepp. Sollen wir spawnen oder mit den Autos kommen? Ja, nee, spawn mal. Okay. Spawn ist gut. Mensch. Da rattet mir ein bisschen die Zeit weg, weil ich was abgebaut habe, was wichtig war. Alle da. Nice. Bauzeit rum. Peter, du stehst da schon in Erwartung. Soll ich anfangen? Bau mal dein Held von irgendwas. Kindheit,
jetzt gerade oder whatever. Okay. Was ist das Max denn? Payne. Du hast Motorsex. Ich wusste, ich habe auch Motorsex gesagt. Aber. Warum sieht der aus wie Schreck? Tomb Raider. Ja, Tomb Raider. Ja. Tomb Raider. Ah, lol, Alter. Was sind die Möppis? Wie geil ist das denn? Ist halt aber auch so nice, weißt du, die bekannteste weibliche. Ja. Erstmal Monatssex. Ich bin da auch nicht drauf. Also, what the fuck, einfach nur. Wegen den zwei Knarren dachte ich halt an Max Payne und dachte ich mir so, das ist bestimmt Mona oder so, weil die halt Brüste. Ehrlich, ohne Scheiß, ich dachte erst, das wäre Schreck mit Knarren. Ja, ja, wer kennt das nicht? Mit Knarren. Sieht auch genauso aus wie Shrek, ja. Ja, ich weiß nicht, was du da für komische Sachen baust, Peter. Also ich find's schön, dass Peter die Dinger doch noch eingepackt hat. Und dass er als kleines Detail auch noch eine Referenz zur Serie Friends gemacht hat. Also, ne, wirklich kleines Detail. Das waren halt die alten Filme, ne, da war das. Genau, weil Jennifer Aniston da immer welche hatte. Finde ich sehr cool. Das ist ja geil. Nice, Peter. Finde ich echt gut. Vor allem, du hast doch noch einen Ausschnitt gemacht, also echt gut. Ja. Die wichtigen Sachen. Geil. Ja, Knarren schön. Und Brüste. Ich hab's wieder so konzentriert. Das Gesicht war ja egal. Okay. Gehen wir im Uhrzeigersinn oder dagegen? Ne, gehen wir im Uhrzeigersinn. Komm, Jay. Oh mein Gott. Ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da musstet ihr auspacken. Jawohl. Oh, falsch rum. Den wollte ich auch machen. Geil, dass ich den nicht immer noch falsch rum. Alter. What the fuck ist das? Das ist Oscar aus der Tonne? Das ist gut. Alter, was bist du Oscar. Für ein Faggot, Alter? Das den ist Groot, Mann. Ich auch machen. Das ist Groot. Das ist Oscar aus der Tonne. Willst du mich verarschen? Das sieht aus wie ein Wurm, was einen Nazi-Gruß macht, Alter. Das ist Groot. Alter, mit den großen nicht, dass du das auch schon in deiner Augen. Kindheit gelesen hast, die Comics. Nie gesagt, dass Kindheitshelden machen, bauen. Oscar aus der Tonne. Ich dachte, genau das hätten wir gesagt, Kindheitshelden. Nein, wir haben als Beispiel haben wir gesagt, könnte auch dein Kind. Ja, hast du mal wieder nicht zugehört? Ja, Peter. Aber es geht ja generell um Helden, also zählt ja alles. Aber ja, ist ja gut, aber er hat den Nazi-Holzschirm gemacht, das ist ja okay. Warum denn Nazi-Holz? Wo ist denn, was hat das denn mit Nazi zu tun? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Auf jedem Bild tanzt er doch quasi. Ich finde das gut, Jay. Der kann sogar tanzen, der Typ. Groot. Echt jetzt? Ja, sehr. Jetzt kommt er, macht der rechte Arm. Ja, let's dance. Wenn ich fahren. Ja, aber es geht nur, wenn ich fahre. Ja, es geht nur, wenn du fährst. Okay, dann sehen wir gleich wieder Updance. Okay. Nice, dann sauber wir raus. He's not connected to anything. Oscar. Okay. Ja, komm, wenn er dann nur, wenn er nur tanzen kann, indem der connected ist, dann connectet das von mir aus nach. Nur tanzen ist das scheißegal. Okay. Okay, so geht's. Machen wir. Also du hast Mjölnir gebraucht. Ja, ich Mjölnir. Aber den gibt es doch gar nicht mehr. Das ist dein Kindheitsheld? Das ist aber komisch. Ja, aber er kann doch. Kann doch selbst. Also, vielleicht hat er auch die Comics gelesen oder ich habe immer den Hammer, den Vorschlaghammer von zu Hause beim Abreißen. Habe ich den auch mal so geschwungen wie Thor. Sein Hammer. Bin sehr gespannt, wie du damit fahren willst. Ja, das ist leider alles noch nicht so ganz so fertig geworden. Mal gucken. Okay. Der steht da einfach gleich so. Und ist so ja, schwer, um den zu heben. Genau, ihr kriegt mich gar nicht bewegt. Das ist nämlich der Plan. Ja, ich habe leider die Zeit ein bisschen unterschätzt. Als Christian sagte, 10 Minuten habe ich nur noch gemalt. Und du machst ja nichts, Bro. Ich habe leider nur das vordere Stück geschafft von meinem. Jetzt bin ich gespannt. Das ist Prime oder was? Prime, aber in den falschen Farben. Warum ist der denn schwarz? Das ist der Truck ist von der Foundation von Recht und Verfassung aus Knight Rider. Oh nein! Aber leider ohne den Hänger hinten dran. Den Hänger wolltest du auch noch machen, oder was? Ja, pass auf. Und ich hab sogar eine Idee gehabt von der Anhängerkupplung. Und zwar war die Ursprungsidee, die ich hatte, ein so ein Ding zu machen, ja, so, das wäre jetzt der Hänger, hinten im Hänger zu sitzen, zu lenken und das komplette Vorderteil zu nutzen als Lenkung. Das war meine Ursprungsidee. Voll geil. Das wäre witzig geworden. Aber das hat dann alles nicht funktioniert, weil Christian meinte, und dann hat der Kind dann auch noch rausgefahren, 10 Minuten. Ne? Ja, ich kann auch nichts für. Nee, du kannst auch nichts für. Na, geil. Cool. Das ist ein echter Kindheitstraum. Ja, glaube ich dir.
Von den lenken nur zwei an. Ja, ja, bin ich auch mal gespannt, ey. Das Ding hat noch ein oder zwei Macken. Ja, also, das kann ich mich auch so schön drehen. Ach so. Ach, so hast du das gemacht mit den Schubdüsen. Ich dachte erst, ja, damit du ich hast die alternative Lenkung benutzt. Die Reifen berühren alle nicht den fucking Boden, ey. Das ist so schrecklich. Scheiße, ich bin mal sehr gespannt. Ich dachte, das hast du absichtlich gemacht, weil du am Anfang wolltest, dass das Ding fliegt und dann viel zu schwer war. Nee, am Anfang sollte das ja, nur die Vorderlenkung sein von dem Truck. Oh Gott. Aber alles. Ich hätte noch eine Stunde. Oh, nice. Ey, da steht so ein Schild im Weg. Mach doch mal wieder weg. Was für ein Schild? Ich sehe keinen. Peter Sachs. Peter Sachs. Du kannst sie gerne woanders aufstellen, crazy, aber nicht in oder an der Arena, bitte. Das ist was, Hammer. Am besten finde ich ein Holzwurm. Das Oscar aus der Tonne. Ich bin gerade, weil lass mal nachgucken, wie lange gibt es denn Groot eigentlich schon? Ist das auch aus dem Comic, der irgendwie, Guardians of the Galaxy Comic. Von wann sind denn die Comics davon überhaupt? Oder gibt's die Comics irgendwie gar nicht? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, schade. Völlig egal. Ich bin gleich da. Okay. Also, wir haben. Ey, jetzt stopp, ich bin gar nicht drin. Achso, okay. So! Ich sollte das ja weg von der Dingens packen. Okay. Gut, dann haben wir heute. Oscar aus der Tonne. Ich hab nicht, das ist nicht Oscar aus der Tonne, ja, ich Mann. Weiß, Oscar das ist Groot aus der Tonne. Also heute kämpfen Groot, Mjölnir, der Truck von der Foundation für Recht und Verfassung und Lara Crofts Brüste um den Sieg. Ich guck mal ganz kurz nach, wie der heißt. In der heutigen Folge. Meinst du, der hat jetzt auch noch einen Namen oder weißt du, es ist Name Truck oder was? Ja, der hat sogar echt einen Namen. Ach du Scheiße. Der hat er nicht. Wer ist denn Guard Knight, Alter? Der gute Guard Knight. Ja, Garten. Na, ist egal. Okay, na dann. Also, die kämpften um den Sieg der heutigen Folge vom Profi. Jeder hat wieder zwei Leben. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. In 3, 2, 1, los! Attacke! So, guck mal. Alter, gut, geht aber ganz schön ran. Peng, peng, peng. Attacke! Peng. Ah, guck mal, Mjölnir und der Truck von der Foundation für Recht und Verfassung. Los, Holzwurm, geh weg! Oh nein, Mjölnir ist umgefallen! Der Name ist übrigens richtig kacke, um den zu sagen. Nein! Welcher? Oh nein, der Truck von der Foundation für Recht und Verfassung, Junge! Ich will, dass du ganz aufwächst! Lass mich leben! Ich bin Groot! Ich bin Groot. Hier fehlt mir die ganze Zeit einer. Lara Croft macht gerade, okay. Rechte Verfassung, Junge. Lass mich leben. Mjölnir ist hingefallen. Nee. Ihr könnt ihn gar nicht durch die Gegend schieben, ihr seid nicht würdig. Ein bisschen. Ich bin in Jay drin. Oh Gott. Nee, jetzt ist gar keiner. Rechte Verfassung. Fang. Guck mal, der Hammer. Alter, der Hammer, Junge. Das ist ja voll der Hammer. Nein. Nein! Groot wird schon wieder mitgenommen. Nein! Was ist hier überhaupt vorne? Oh, da ist vorne. Hingefallen. Was machst du da? Groot ist hingefallen. Ja, Problem. Hammer wird dich richten. Die Sitze sind übrigens immer die grünen Sachen, Freunde. Oh shit, ich bin schon wieder am Arsch. Hui! Er macht nichts. Oh, jetzt hier vor. I am Groot. Recht und Verfassung! Das war I am Groot. Oh, nee. Oh, das ist raus. Mjölnir hat zerschlagen. Da hat dich das recht gefickt. Ich bin gerade auf den Brüsten von Peter, da hat dich das ganz nett. Weg da, Oscar. Oscar aus der Alter, Tonne. Ich hab gar keinen Plan mehr, in welcher Richtung was ist, ey. Oscar aus der Tonne. Oscar. Hieß der nicht Rumpel oder so? Peter! Jetzt geh doch mal. Steig doch mal aus da. Ja, wie denn? Wie soll ich denn da aussteigen, Alter? Ich bin da in den Ding drin. Groot ist ganz schön frühreif. Erstmal gucken, wie Oscar aus der Tonne ist. Hier komm ich nicht raus. Ah, oh, doch komm ich wohl. Krass. Da ist Oscar aus der... Ach, er stand dann vor der Sesamstraße. Das ist spannend. Ja. Ja, voll nice. Er sieht hier so ähnlich. Das ist nicht Oscar aus der Sesamstraße, Mann. Doch.
Ich mag Müll. Ja, ja, ja. Ach, guck mal, Groot. Ich hab gerade mal geguckt. Groot kam schon erstmals in eigenen Heften 1969 vor. Alter Schwede. Ja, siehst du mal. Mein Held ist der Älteste. Holzwurm. Ja, meiner ist ja wohl der Älteste. Meiner ist schon Superheld. Keltischen Mythologie. Da, wenn man nach Holzwurm Superheld guckt, kommt als allererst die Filmkritik zu Black Panther. Was? Was? Das ist der Top-Eintrag. Yeah. Geil, Alter. Tatsache, kritisch. Holzwurm. Nee, Kitsch, please. Heise online. Obwohl in dem ganzen Beitrag das Wort Holzwurm nicht existiert. Ja, aber Superheld, dann sind die einfach richtig gut auf Superheld gelistet. Der gemeine Nagelkäfer, das ist der Holzwurm. Ja. Das kommt ja schon halb hin. Na, okay, ja, also der hat sein erstes Leben verloren. Nee, Blödsinn. Mjölnir. Echt mal, Alter. Mjölnir hat sein erstes Leben verloren. Skandal. Und alle anderen haben noch zwei, deswegen können wir eigentlich direkt weitermachen. 3, 2, 1, los. Oh, Groot. Wieso macht Jay nicht seine komische Klappe da auf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das weiß er aber selber nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht macht das was. Oh, Laura. Oh! Ah, alles gut, alles gut, alles gut. Peter! Ist noch nicht draußen. Ja, nee. Rein nice da gerettet. In die Moschpe. Oh nein, nicht umfallen. Mjölnir ist hingefallen. Nee, Mjölnir. Und Groot ist draußen. Scheiße. So. Das geht aber schnell jetzt. Rechts und dabei? Verfassung, du Schlampe. Ich Alter. Ja, guck mal, hab ich doch gar nicht so recht gehabt. Damit findet hier Groot sein erstes Leben. Beziehungsweise Holzwurm. Na, er ist Groot. Er ist Holzwurm. Groot zackt mega. Viel zu groß. Ja, Baby Groot, weißt du, viel ja, zu groß. Ja, so ein T-Shirt brauche ich. Recht und Verfassung, Bitch. schön. So, linke alle Seite Knight Rider Fans ein Leben. Werden das hier feiern. Das sieht echt rechte so Seite aus. Noch komplett zwei Leben. Ja, 3, 2, 1. Weiter. So. Bitch, please. Oh, da wird direkt Mjölnir angegangen. Der Holzwurm verschiebt Mjölnir, aber... Oh, das war aber ein Hauch bis zum... Ich hab keine Ahnung, welche Richtung ich drücken muss. Oh, geil, guck mal, jetzt zack, auf den Mjölnir ist auf dem, auf rechte Verfassung. Mjölnir ist auf rechte Verfassung. Was macht ihr denn da? Hä? Rechte und Verfassung. Nein! Nein, das war knapp. Da ist aber gut. Ach, Mann, ey. Jetzt soll ich da attackieren, ey. Scheiß Groot, Mann. Ja, komm, back doch noch hier ein Meer, Alter. Was ist hier jetzt los? Ich hab mal eine Frage, Jay. Du baust mittlerweile immer diese angewinkelten Räder. Haltst du das klug, dass die immer gut sind? Nö. Hab aber Bock drauf. Alter, ich komm nicht mal raus. Hilfe! Man kloppt da hinten mal ein bisschen ruhig auf der Zone rum. Nein! Oh Gott, ich hab das Ding abgebaut. Oh Gott. Ja, ist egal, die Räder sind kaputt. Ist egal, cool. Das kann ich mal wie das Ding im Arsch ist, Alter. Gut, ist voll kaputt. Aber dafür tanzt er jetzt. Jetzt tanzt der. Am Ende, nachdem du verloren hast. Entweder wartet ihr oder ich muss pissen. Was? Entweder warten wir oder er muss pissen. Ja, dann bin ich für pissen. Jay muss pissen. Aber lass nicht warten. Okay. Genau. Pang. Pang. Ja, komm, da kriegen wir uns. Scheiß auf Jay. Ich wollte den LKW-Anhänger noch haben. Noch zwei. Der LKW, Moment, Lara Croft hat noch zwei, ja. Der Truck für, der Foundation für Recht und Verfassung hat noch zwei. Und Mjolnir hat nur noch eins. Ja, gucken wir mal, wer jetzt rausfliegt. 3, 2, 1. Alter. Oh. Das war aber knapp. Ich dachte gerade, Mjolnir macht hier Suizid. Oh shit. Nee. Aber das ist keine Lösung. Damals auf dem LKW. Oh, jetzt mach ich dich! Für Recht und Verfassung! Der kann sich gar nicht mehr bewegen! Der LKW ist nicht würdig, der kann den Hammer nicht heben. Nee. Oh, da ist draußen! What the fuck? Danke dir, Lara.
Am Arsch, ihr spielt zusammen, was ist das? Nee, das war recht die Verfassung für dich, Mitch. Lara Croft hat in Helas. Kann ich mein Auto mal neu spawnen? Meine Steuerung macht nach. Ja, ja, mach mal. Wow. Jetzt aber hier recht. Und gönn hier! Haben die eigentlich immer mal aufgelöst, wer überhaupt diesen scheiß Truck fährt? Bam! Fährt hey. Klar, ja. Halt der Busfahrer. Ja, weil hinten drin war immer Bonnie, die musste mal in dem Auto, dann ja hier Miles. Nee, Devin. Oh, okay. Devin ist sowieso nie selber gefahren, weil, ja, ne? Wer fährt den Truck? Aus dem Knight Rider. Man ist nie aufgelöst von. Gar keiner hat den wahrscheinlich gefahren, der konnte wahrscheinlich auch alleine fahren. Boah, Alter. Will ich jetzt auch wissen. Der Fahrer der mobilen Zentrale, Semi heißt sie. Sie? Sie? Semi. Und der, ich bin Reggie Cornelius. Reggie Cornelius ist in der vierten Staffel der Fahrer der mobilen Zentrale Semi der Foundation für Recht und Verfassung. Also S-E-M-I? S-E-M-I. Finde ich eigentlich ganz nice. Wir haben im heutigen Finale auf der linken Seite Lara Crofts relevantesten Eigenschaften. Okay. Ja. Fand die Beine auf der rechten Seite ist Semi. Okay. Beziehungsweise der Truck der Foundation für Recht und Verfassung. Und Namen. und beide haben noch zwei Leben. Das heißt, die können beide volle Kanne reinholzen. Und gucken wir mal, wer der gewinnt. 3, 2, 1. Lara, spür den langen Schwanz von Reggie Cornelius. Peng! Reggie. So, Reggie oder Alter. Lara. Wer macht das? Lara ist stärker als der Truck der Foundation for Recht und Verfassung. Jetzt aber ich drück fest. Der Dreher, der ist immer wichtig. Vor allen Dingen kann man dadurch manchmal den Gegner ein bisschen latzen. Ja. Jetzt. Niemals. Jetzt. Nein. Alles gut, alles gut. Da musst du ein bisschen nach dem grünen Ding gucken. Einfram. Ja, Lara muss nochmal zielen. Ich hab so einen Scheiß. Nee, Moment, das ist jetzt schlecht. Ja, das Ausweichen funktioniert doch ganz gut. Wow! Wow! Ja! Nee! Lara, du machst das! Vielleicht gibt's ja irgendein Universum, in dem die Rechts. Peng! Moment, die Foundation für Recht und Verfassung Peng. Lara Croft verfolgt. Das ist echt ein geiler Name. Jetzt! Kommst du! Niemals! Das ist echt schön, keiner ist stärker. Ja. Ja, aber jetzt habe ich dich. Vielleicht. Oh, das nein, Peter! Das ist gut, wenn du noch absitzt. Da ist er raus. Kacke. Ich komme nicht mehr weg, sorry. Meine Reifen stellen. Das ist alles nicht so klug gebaut von mir. Das gebe ich ja mal zu. Aber Recht, die hohe Verfassung, das ist wichtig. Wie heißt das eigentlich im Englischen die Original? Was? Oh, weiß ich gar nicht. Foundation heißt, for. Die heißt doch nicht vor. Ah, for Law and Government heißt die. Ja, Law und im and Englischen Government. Heißt der Flag. Der Wagen. Krass. Geil. Warum das? Ah, ist ja sick. Komm, Lara. Nee, die Foundation heißt so. Die Foundation for Law and Government, kurz Flag. Achso, scheiße. Egal, ich bin Reggie Cornelius und okay. Das ist wichtig. Okay, Reggie, alles klar. Moment. Laras Brüste haben leider ein Leben verloren, die Foundation für Recht und Verfassung hat noch zwei. Gucken wir mal, ob jetzt Ende ist. 3, 2, 1. Nee, das machen wir diesmal nicht. Diesmal nicht gerade. Oh. Jawohl. Nee. Das ist ein Problem, warte. Ah, Lara konnte sich befreien. Lara muss gerade nachladen. Ja, Lara muss gerade nachladen oder so. Damn. Nee, nein, nicht gerade. Jetzt. Oh, jetzt. Nein, nein, doch nein. Scheiße. Da ist er raus. Ja. Nein. Boah, Laras Brüste gleichen aus. Peng, peng, peng. Christian, wie kannst du mir eben kurz, helfen? Soll ich den Winkel ein bisschen höher stellen oder nicht so steil stellen? Alter, wo bist du denn? Hier oben am Berg. Kannst du mir kurz helfen? Ja, so ist okay. Alles klar. Cool. What the fuck? Du hast gesagt, soll ich den Schilderbaum wohl so nicht stören.
Ah, schön. Ja, also beide verbleiben nur noch ein Leben. Ja, das heißt, letzte Runde für heute. Mal gucken, wer gewinnt. 3, 2, 1. Okay, gerade ist für die Foundation für Recht und Verfassung offen. Gerade ist nicht gut. Oh, das ist aber auch gerade nicht so gut. Die TT schieben, aber ganz gut. Oh, die Foundation für Recht und Verfassung am seidenen Faden. Jawohl. Nein. Ich kann den jetzt hier wegmachen, ich fällt raus. Nein. Komm schon! Nein. Das kleine Hütchen. Ich hab noch einen. Das kleine Hütchen, das rettet die Foundation vielleicht. Und da ist er raus. Er ist auch raus, oder? Lara Croft muss gewinnen gegen die Foundation für Recht und Verfassung. Ich schieb voll Freude in die Luft. Bang. Nein. Wir brauchen dich jetzt, Michael. Nein. Ich hätte niemals gesagt, dass fucking der Scheiß hier gewinnt. Das ist doch nur weil du Reggie, ich weiß hier, nicht mehr wie der. Peter, ich kann mich halt nicht bewegen. Ohne ja, mit, nur mit Vorteil der Steuerung. Für mich auf jeden Fall. Ja. Das ist halt, weil ich hab du halt auch fliegst, ne? Ja, ich lieg überall, ich hab voll verkackt beim Bau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Ich war voll froh, als ich der Erste war. Ja, ja, pass auf, jetzt leck ich mal, jetzt gebe ich gerade ohne Düsen. Oh shit. Oh, Maximum Speedness, sagst du? Vor allen Dingen der mittlere Reifen, der dreht sich nicht. Guck mal, der mittlere Reifen, der abgeht, Junge. Der dreht sich manchmal und manchmal nicht. Dass du damit ins Finale gekommen bist, spricht auf jeden Fall für unsere Konstruktion. Ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ja, ich gebe Hartgas rückwärts. Jawohl. Ja, das geht aber besser als vorwärts, finde ich. Jetzt mal besser rückwärts gekehrt. Ich hätte die ganze Zeit rückwärts fahren. Nice. Oh, ja, damit geil, gewinnt Peter mit Lara Croft vor Bram. Nice. Danach kommt Mjölnir mit Sepp und Groot von nice. Jay, beziehungsweise Holzwurm. Juhu! Oh, das war mal wieder eine Mono-Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Profi. Bis dahin, macht die Dude, haut rein. Tschüss! Ciao. Tschüss! Ciao.